Für die VBL und Stadt Luzern ist heute eine Ära zu Ende gegangen. Die Ära der Trolleybus mit Anhänger. Nach fast 30 Jahren sind sie heute zum letzten Mal durch die Stadt Luzern und Umgebung gerollt. Ganz am Anfang, vor fast 30 Jahren, hat VBL nur die kurzen, 12 Meter langen Trolleybus gekauft. Mit der Zeit wollten immer mehr Leute Bus fahren und so ist die Kapazität knapp geworden. Darum hat VBL rund 10 Jahre später noch Anhänger zugetan. Isabel Zumbach ist 5 Jahre mit dem Trolleybus mit Anhänger gefahren. Jetzt stellt sie den Bus zum letzten Mal ab. Besonders zwei Sachen sind im Vergleich zu den anderen Bussen speziell gewesen. In der Kurve, Ausschwenkung, einfach aufpassen, dass wir nicht auf die andere Seite mit Anhänger ankommen. Und aber schauen immer, dass die Leute in den Anhänger, die man keinen persönlichen Kontakt, nur durch die Kamera oder Spiegel, einfach immer kontrolliert, dass nicht etwas passiert. Der Christian Zumsteg ist der Leiter Rollmaterial bei der VBL. Wie er sagt, müssen die Trolleybus mit den Anhängern nicht ersetzt werden, weil sie nicht mehr funktionieren oder nicht mehr dürfen umeinander fahren. Aber sie entsprechen nicht mehr überall den heutigen Anforderungen. Die neuen Busse, die heute verkehren, haben natürlich mehr Kapazität, haben die Klimaanlage auch entsprechend, haben nicht den Flureinstieg. Und das sind ganz deutliche Vorteile für unsere Fahrgäste, für unsere Kunden. Die neuen Busse, das sind die 25 Meter langen Doppelgelenk-Trolleybus. In den nächsten Wochen wird VBL nochmal ein paar von diesen Bussen in Betrieb nehmen. Der Roman Zay, Präsident des Trolleybusvereins Schweiz, sieht den Vorteil der neuen Busse für die Fahrgäste. Trotz allem, ein bisschen Wehmut hat er schon, dass die alten Busse mit Anhänger in Zukunft nicht mehr herumfahren. Nach fast 30 Jahren, beziehungsweise die Anhängerzüge knapp 20 Jahre, verschwindet ein Stück Stadtgeschichte aus dem Strassenbild. Was hat Ihnen denn besonders gut gefallen an diesen Trolleybus mit Anhänger? Das war eine spezielle Betriebsform, wo sonst nur das Zug und das Lausanne gibt und wo das Strassenbild Luzern auch ein bisschen aufgemischt hat. Ein Trost gibt es aber. Die alten Trolleybus werden nicht einfach verschrottet, sondern dürfen in Zukunft Passagiere im chilenischen Valparaiso transportieren. Was mit den Anhängern passiert, ist noch nicht ganz klar.